Ihr habt entschieden, ich soll Club Mate auf meinem minus 20 Grad kalten Turntable auflegen. Viele hassen diesen rauchigen, erdigen Geschmack. Viele lieben ihn. Aber ich wette, die meisten wissen nicht, dass diese Hippie-Tee-Koffeinbrause von einer stinkkonservativen Brauerei aus Bayern kommt. Die sind damit quasi aus Versehen stinkreich geworden, ohne nur einmal Werbung zu machen. Plötzlich gehen die Flaschen in den 90ern so richtig steil. Erst in der Berliner Techno-Szene, dann bei den Hackern und dann an den Unis. Also bei allen Teilzeit-Zombies. Heute gibt's das in über 50 Ländern, sogar in den USA und bei meinen Eltern auf dem Dorf. Ich persönlich, ohne Witz, habe immer eine Notfall-Mate in meiner Lampe hängen. Wer kennt's nicht, aber nur, falls mal kein Kaffee da ist. Jedenfalls ein schlecht zu rollender, aber erfrischender Wachmacher. Was trinkst du so? Schreib's mir gerne.